Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, das gute letzte Stück laufen wir mal. Regen zu geben. Oh, hallo. Hast du es nicht gehört? Die Leute sagen, hier gibt's überall Gold. Ja, gibt es. Das letzte kleine Stück laufen wir jetzt mal hier oben runter Richtung Welch, weil Welch ist ja eigentlich die beste Position, um die Viecher zu finden. Und natürlich, um nochmal ein paar Blutadler einfach mal so wegzusemmeln. Die arme Kuh. Aber gut. Haben wir jetzt nochmal ein paar Blutadlerchen weggemacht. Oh. Ich glaube, da war auch ein Siedler zwischen. Ja, passiert. Oder der Siedler war hoffentlich schon... Der war schon tot. Der war definitiv schon tot. Heißt, ich habe ihn einfach gerecht. Hoffe ich mal. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. So, T-Terror. Nee, T-Terror wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier runter. Dem Sheep-Squatch direkt in die Arme. Oder den Opossum-Flüchtigen helfen. Okay, es sind Floater. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Eieiei. Ihr macht bösen Schaden. Ja, komm. Minigun nicht kaputt sein. So. Na komm, hoch hier. Wo ist er? Hä? Da wird mir doch hier irgendwo angezeigt. Ach, da hinten. Hier geblieben. So, und dann darfst du uns dein Item einmal kurz geben. Wunderbar. Und dann gucken wir mal. Ach, das sind... Ja, ich hab Blutadler gerettet. Ich hab nur einen NPC da unten stehen sehen. Und dabei waren es noch nicht mal wert, zu gerettet zu werden. Ah, naja. Denn gibt's halt ein paar Blutadler auf Appalachia. Weniger. Da wollte man sich jetzt hier mal schön in Schale schmeißen. Schön die Heldenmucke spielen lassen. Und naja. Hat nicht ganz geklappt. So, gehen wir mal kurz hier auch nochmal jemanden besuchen. Weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Jedenfalls noch nicht im LP. Gleich ausnutzen. Hi. Du Schwein. Was guckst du so? Ey, du bist so ein Schwein. Aufwischen. Soll ich dir Lappen geben? Ich crafte dir kurz ein. Kannst du schnell machen? Ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu reden. Ich hätte ein paar Fragen. Wenn ich sie beantworte, lässt du mich dann in Ruhe? Was ist das für ein Ort? Siehst du es nicht? Wir sind auf dem Friedhof, der mal die Stadt Welch war. Nur, dass die Stadt schon vor den Bomben starb, dank dieser verdammten Roboter, die uns die Jobs wegnahmen und die Wirtschaft ruinierten. Zu allem Überfluss fühlten sich die Leute von AMS wie die Chefs, als Ultrazit in Welch gefunden wurde. Sie wollten den Leuten ihr Zuhause nehmen. Es ging nur darum, schnelles Geld zu machen. Alles andere war unwichtig. Und das ganze Geld hat denen ja schließlich echt viel gebracht. Was ist Ultrazit? Irgendein radioaktives Material, von dem man die Finger lassen sollte. Ich traue dem Zeug einfach nicht. Haben wir nicht schon genug Probleme mit Strahlung? Wer ist AMS? Atomic Mining Services. Revolutionäre der Bergbaubranche. Vernichter von Jobs in ganz Appalachia. Aus irgendeinem Grund dachten sie, es wäre eine gute Idee, mit Hilfe von Atombomben noch tiefer zu graben.
Ich möchte darüber lieber nicht mehr reden. Reden wir über was anderes. Oder auch nicht. Kannst du mir was über dich erzählen? Lieber nicht, aber wenn du mich dann in Ruhe lässt, erzähle ich dir vielleicht ein bisschen was. Ich heiße Dylan. Ich war Bergarbeiter, bevor die Roboter uns die Arbeitsplätze weggenommen haben. Ich wurde hier geboren und ich will hier auch sterben. Obwohl die Arbeit härter war, ist ehrlicher Schweiß besser als diese Blechkübel. Das hat Charakter aufgebaut. Und jetzt sieh dir an, wo wir stehen. Die Leute töten sich für verdammten Mist wie Zuckerbomben, nur um zu überleben. Warum bist du nicht freundlicher? Schau dich um. Welcher Teil dieser Welt, in der wir leben, lässt dich glauben, dass man optimistisch und fröhlich sein sollte? Jeder, den ich jemals liebte, ist tot. Selbst die Stadt, in der ich gelebt habe, gibt es nicht mehr. Was hast du in der Zeit vor, die dir noch bleibt? Siehst du nicht, dass ich Rentner bin? Also lebe ich auch wie einer. Ich entspanne mich hier, trinke Whisky und warte auf das Ende. Reden wir über etwas anderes. Kannst du dich beeilen? Das ist erstmal alles. Erstmal? Wie wär's mit für immer? Der unhöfliche Was gibt's denn jetzt? Dylan. Hatten wir noch nicht, deswegen haben wir es mal kurz gemacht. So, und ich werde jetzt hier mal kurz ein bisschen was einschreddern, weil wir ja sowieso gerade hier sind. Können wir hier einfach mal kurz ein paar Marken wieder machen. Hab ja erst ein paar Marken wieder ausgegeben. So, dann haben wir hier einmal. Oh. Ja. Man sollte eine Minigun auch vorher nachladen. Da kommt eine Rakete geflogen. So, dann wollen wir mal gucken. Der Bleistift, der ist definitiv wichtig. Aber ich hoffe ja eigentlich auf so einen Signaltypi, auf so einen Schatzsucher. Oh, ihr seid wirklich Sniper mit euren Schoflinten, ne? Ihr seid mega schlimm. So. Nix Snipey-Snipe. Okay. Sehr, sehr schlau von euch. Immer den mit der Minigun angreifen. So, Raketen nehmen wir auch mit. Ei, ich werde. Oh, ich höre wieder ein. Was glaube ich das? Auf jeden Fall habe ich hier irgendwo einen gehört. Ja. Es wird sehr warm. Da haben wir ihn. Hier geblieben. So, ein Grubenhauerkübel und ein Mäuschen-Jungtier. Mensch, da hatten wir ja jetzt in jeder Folge mindestens ein. Und eine nachtaktive Mehrzweck-Axt. Okay, Hauptsache die schnellere Zuschlaggeschwindigkeit, ne? So, nehmen wir hier auch nochmal alles aus. Ja, irgendwo schießt noch jemand auf mich. Genug jetzt so mit dem Bild hier. So. Ach, ich muss mir abgewöhnen, jetzt hier die Rubis abzustecken. Das mache ich immer noch. Aber die haben mittlerweile gar keinen. Kein gar nichts mehr bei. Was ein bisschen schade ist. So, und hier die Maulwurfsratten. Ah, nee. Eine hatte ich noch nicht. Da ist noch eine. Wunderbar. Den gehen wir jetzt einmal kurz zurückgeschleppt. Um alles nochmal kurz zu verwerten. Ist ein bisschen besser. Weil dann lässt sich es auch ein bisschen angenehmer laufen. Na, nun komm hoch hier.
Ah, hier ist auch nochmal Mutti, die sogar legendär ist. Okidoki. Nehmen wir mit. Warum auch nicht? Oh, so, dann hier einmal das rein, einmal das rein. Wunderbar, haben wir nochmal ein paar. Schon wieder. Ja, aber ich will doch eigentlich gar nicht zu dir, Mensch. Ganz cool bleiben. So, dann haben wir das auch soweit leer. Ah. Testschild habe ich auch schon wieder mit eingesteckt. Ich stecke einfach zu viel ein hier. Kiloanzeige, die ist meistens auf Maximum. So, wir sind auch schon bei 32 Raketen. Jetzt wird es Zeit, dass ich mal den Raketenwerfer auch raushole. Dafür sollen sie mir mal einen Skin bringen. Das würde ich feiern. So, laufen wir jetzt einmal mal den Schienen entlang. Mal gucken. Na, eigentlich da vorne dürften die noch nicht nachgespawnt sein, wo wir es beim Event gemacht haben. Das überlege ich gerade. Ah, wäre besser, wenn wir jetzt hier querbeet runtergehen. Alle hops. Ich hätte mal zuerst Welch machen sollen, weil dann wären Welch relativ schnell wieder nachgespawnt. Aber na gut. Ich habe die Hoffnung, mal einfach so einen random Spawn zu finden. Aber hier eine Einöde irgendwo. Aber ich glaube, ich werde nicht befriedigt. Oh doch. Ich höre noch einen. Ist zwar kein random Spawn, aber... ihr seid Verbrannte. Aber ich höre doch einen. Da drinne. Egal, auch wenn das Auto in die Luft fliegt. Das ist es mir wert. Okay, passt. Ja, wieder einen gekriegt. Nice. Wieder ein zweiständiges Item. Doch recht gute Ausbeute heute. Dafür, dass ich gedacht habe, dass ich eigentlich so gut wie nur ein, zwei von den Dingern bekomme. Nicht schlecht. Läuft auf jeden Fall. So, was hatten wir jetzt hier unten? Hier hatten wir jetzt noch einen Luftreiniger. Und nochmal ein paar Ratten. Sprengen wir doch alles in die Luft hier. Das Gute ist, dass man weiß, dass man sie hören kann. Also so ganz, ganz leise. Oh. Folgt mir noch irgendwas? Tatsache. Eine räudige Ratte. Na aber. Zielsuchende Raketen und ich treffe nicht. Jetzt will mich die Ratte aber ärgern. Denk dran, Rettelchen. Ich habe noch ein paar mehr. Jetzt erwische ich dich. So. Habe ich eigentlich... nee, habe ich nicht. Deswegen mache ich auch gerade... Aua! Wo kommst du denn her? So. Ich hab noch genug Raketen. So ist es nicht. Na komm, wir können ja nochmal gucken, ob jetzt hier oben nochmal was ist. Unwahrscheinlich, aber... 30 Minuten sind eigentlich noch nicht um. Für den Respawn-Timer. Wenn nicht, dann porten wir nochmal eine Runde. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen länger brauchen. Also zumal ich ein bisschen länger brauche. Ne, da unten, das war nur per Event. Ansonsten ist hier eigentlich auch wieder nichts mehr. Keine neuen Grubis. Keine neuen Grubis.
Na gut. Dann würde ich sagen, dann überspringen wir mal das Ganze so ein bisschen und gehen zum verlassenen Minenschacht 3. Einmal rüber geportet. Und machen wir halt noch eine klitzekleine Runde. Dieses Versuchen, so viel wie möglich von den Dingern rauszuziehen. Oh, ich höre noch einen. Du bist ein Ghoul. Ghoul. Oh. Der war mit irgendwo dazwischen. So, verstaubt. Jawohl. Und nochmal ein Fusionskind. Hey, wollte ich die mal runterschießen? Okay, hat sich ja schon mal wieder gelohnt. Henkers Planke. Ah, habe ich mir gedacht, dass ich die Rakete da nicht durchkriege. Aber gut. So, hier hinten haben wir jetzt noch irgendwie was, was auf mich aufmerksam geworden ist. Ein Vertrockneter, komm. Box ich doch. Oder ich jag euch doch gleich in die Luft. Besser ist es. So, da unten haben wir das brennende Bergwerk. Wo bist du denn her? Tja, wärst du mal nicht auf die Schnauze gefallen, ne? So, was haben wir hier jetzt? Hier haben wir jetzt irgendwie zwei NPCs, wenn ich das richtig gesehen habe. Plünderer? Na? Alles klar? Hast du Camps? Ohne meine Medizin fühle ich mich einfach nicht gut. Daddy-o, dadurch fühle ich mich wie ich selbst. Habe ich nicht. Du brauchst Hilfe und zwar nicht die Art, die ich dir geben könnte. Du hast nichts. Halt mich lieber nicht hin. Ja, tut mir leid, ich laufe hier nicht mit Daddy-o rum, ha? Ich stehle nicht. Ich nehme mir, was mir gehört. Das ist unser Land. Vergiss das nicht. Okay. So, dann gucken wir mal hier. Vielleicht haben wir hier auch gleich das Kronkorkenversteck. Und nochmal an und für sich ein Fusionskern. Ah. Alle Herbs. Auf jeden Fall haben wir schon mal guten Power. Hoppala. Gut, dass ich noch nicht gleich abgedrückt habe. Wo? Ich sehe dich nicht. Du bist bestimmt oben, wa? Nee. Doch, einer ist oben. Einen habe ich. Und ich krieg gleich weitere Raketen. Ach, du bist ja ganz unten. Du bist schon runtergefallen. Na, aber ich habe jetzt keine Lust, hier jetzt nochmal hinterher zu laufen hier. So, nächste Runde. Oder was heißt hier eigentlich nächste Runde? Weitere Runde. Immer auf der Suche nach dem Gepiepe. Nee. Das Gute ist, man braucht ja eigentlich nur so ein bisschen durchlaufen. Und man hört es ja dann eigentlich schon raus. Uranrausch. Oh. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt klappt oder nicht. An und für sich wäre Uranrausch optimal dafür. Aber es ist halt Savage und nicht, oh. Na komm. Jawohl, waffenlose Wackelpuppe. Ist jetzt die Frage, Risiko eingehen oder Risiko nicht eingehen? Weil dann könnte es sein, dass ich jetzt sozusagen in der nächsten Folge... ...kein Kümmel mehr kriege. Oh, jetzt ist Bunkerbrecher schon wieder im Eimer. Aber im Endeffekt... ...um es einmal ausprobiert zu haben... Da ist sogar was Legendäres zwischen gewesen. Victory is assured. So. Wir noch im Flughafen bleiben.
bleiben sollten. Ja, das stimmt. Ihr hättet wirklich noch im Flughafen bleiben sollten. Und mein Deutsch ist heute mal wieder perfekt. Aber im Endeffekt haben wir ja eigentlich ein bisschen was rausgezogen. Auch wenn es jetzt nicht so viel legendär Stuff ist, wie ich eigentlich mir gerne erhofft hätte. Na, was haben wir hier noch? Ein paar Verbrannte. Ein paar Ghule. Und da hinten noch ein... Oh, ein Vertibot. Das ist aber nicht meiner. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Uranrausch nicht nehme und das ausprobiere, dann werde ich es nie wissen, ob es klappt oder nicht. Und so hätte ich dann auch den Videobeweis. Gut, dann machen wir es mal so. Wir machen jetzt hier erstmal den Cut und wir sehen uns dann gleich, also eher gesagt morgen, mit Uranrausch wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.